Ja, ihr Lieben, jetzt können die Gerichte nochmal zeigen, dass sie auch vernünftige Urteile sprechen können. In dem Fall hier ist wieder Kopfschütteln angesagt. Und zwar geht es um diesen Kerl hier. Ich weiß nicht, wie viele von euch das jetzt schon gelesen haben. Wenn nicht, gut zuhören. Das ungeborene Baby sollte sterben. Schon alleine, wenn man das liest, schon wieder Kopfschütteln angesagt, ne? Und die Politiker können ja jetzt mal zeigen, dass sie auch wirklich abschieben wollen. Weil, wie war's? Kriminelle, ausländische Mitbürger. Ohne Handgeld, bitte. Er ließ seine schwangere Freundin mehrmals attackieren. Im neu aufgerollten Prozess hat der Syrer sein Schweigen gebrochen. Das ist gut. Und zwar, das Gericht sah es als erwiesen an, dass Ahmed H. rechts mit unbekannten Komplizen zwei Überfälle auf seine schwangere Freundin Samuela, damals 17, muss ich mir vorstellen, links inszeniert hat. Das hier ist die gute. Na? Und des Weiteren steht hier, der 26-jährige Ahmed H. soll dafür im Oktober 2019 sowie im April 2020 zwei brutale Angriffe auf seine schwangere Freundin Samuela A. organisiert haben. Es ist. Doch sein Plan ging nicht auf, denn sein Sohn kam wenig später per Notkaiserschnitt in Marienkrankenhaus zur Welt. Ja, Gott sei Dank. Alleine schon sowas zu planen, ist hochkriminell. Er wollte sein ungeborenes Baby umbringen lassen. Das ist geisteskrank. Da sieht man einfach schon, dass da oben in der Synapse nicht viel los ist. Der Richter daraufhin hatte damals in dem Prozess gesagt, das muss man erstmal bringen. Ja, und wenn man sich das Urteil anhört, eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten, das muss man auch erstmal bringen, liebes Gericht. Und das Gute ist, dagegen hatte der Syrer Berufung eingelegt. Es ist ihm zu streng, das Urteil, das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich finde das übrigens gut, dass er Berufung eingelegt hat, weil jetzt kann nämlich das Gericht die Fehler, die sie damals gemacht haben, einfach korrigieren und das Strafmaß nach oben schrauben. Oder vielleicht gar nicht nach oben schrauben, einen Flug organisieren, weit über unsere Landesgrenzen hinaus, zu einem unbekannten Land. Ne? Finde ich jedenfalls. Also wer sowas macht, also gehört hier nicht in unsere Gesellschaft. Und ich glaube, das sehen ganz viele von euch auch so. Liken, abonnieren, kommentieren. Wie findet ihr das Urteil? 3 Jahre und 3 Monate? Von Bewährung steht hier nichts. Aber allein die Frechheit zu besitzen bei diesem Strafmaß, was ich viel zu milde finde, noch in Berufung zu gehen. Junge, Junge, Junge. Krieg schon wieder. Ja? Pimpernellen. Gut, aber es ist, wie es ist. Schauen wir doch mal, wie unsere Politiker darauf reagieren. Weil für mich ist das eine Person, die in unserem Land hier nichts zu suchen hat. Die Frau und das Kind zwar nicht. Ich hoffe, die werden sich hier richtig wohlfühlen in dem Land. Und ich hoffe für das Kind, dass es einen wundervollen Vater finden wird, den es auch verdient hat. Bis zum nächsten, ihr Lieben.